Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Civilization 6. Und heute, ja, stehen wir vor der Entscheidung, was bauen wir in Paris, dem wunderschönen Capital en Français. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch, ist mir auch egal. Voulez-vous coucher avec moi? Oder wie auch immer. Naja, gut. Wir bauen, glaube ich, aber tatsächlich jetzt mal einen Kornspeicher. Oh, oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir so unschlüssig, Mann. Es ist auch alles nicht so einfach. Vielleicht aber auch, also, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass hängende Gärten eventuell nicht das Optimale ist. Weil hängende Gärten nun mal, wie soll ich sagen, ja, lange dauern und hundertprozentig eine andere Zivilisation das bekommt. Und ich mir davon nichts kaufen kann, wenn das jemand anders baut. Aus dem Grund werde ich wahrscheinlich eine heilige Stätte bauen und habe dafür auch ein, also heilige Stätte, beziehungsweise erstmal ein, ja doch, heilige Stätte, Mann. Heilige Stätte. Wir gehen auf heilige Stätte und zwar hier, da bekommen wir plus 2, plus 2 oder plus 1 Glauben. Hier würden wir auch einen kriegen. Ja, whatever, wir bauen es hier. Ja. Ding Dong, Alter. So. Jetzt ist die Frage, ist die Stadt schon gewachsen? In 23 Runden. Ja, wir müssen es kaufen. Es macht gar da, wir müssen es kaufen. 105, egal, was soll's. Ja, wir müssen nichts kaufen, aber ich will es halt einfach haben. Ja. So, es gibt halt auch einfach nochmal einen Glauben dazu, wenn wir das dann bewirtschaften würden. Wir haben einfach derzeit überhaupt nicht genug Bürger. Wir brauchen halt Wachstum. Wir brauchen Wachstum. Ja? Wir wachsen aber auch schon wieder in 9 Runden. Das ist sehr gut. Und wir haben jetzt erstmal 23 Runden hier ein bisschen was vor uns. Und wir haben das Bogenschießen erfunden. Und wir haben das erfunden. Siedler brauchen wir gerade nicht mehr. Könnten Produktion für Wunder wieder einfügen und dann. Nee, aber Produktion allgemein in allen Städten wäre geil. Wir nehmen Produktion für allen Städten. Und das kann erstmal so drin bleiben. Nein, nein, nein. Nein, steht nicht. Fuck, wir können es noch nicht. Ah ne, wir müssen natürlich auch noch die Scheiße erstmal erforschen, klar. Okay, also produzieren an Städten, das bleibt so. Ja. So. Produktion erhöht bedeutet, wir haben jetzt ein paar Turns weniger, nur noch 17. Wir können aber, oh, das war das Falsche, wir können aber jetzt hier darauf gehen. 24 Runden dauert das. Trefft 3 Stadtstaaten. Junge, Junge, Junge. Das ist hart kacke, Mann. Ich habe noch nicht einen Stadtstaat getroffen oder eine andere Zivilisation. In Turn, was sind wir? 59, fast 60 Turns, ey. Krasser Scheiß. Ich würde sagen, ey. Ja, aber das ist derbe nice, Mann. 24 Runden, wir können jetzt sowieso nicht viel machen. Wir 17 Runden bauen wir die Scheiße. Was soll das, ey? Was soll das? Wir können auch direkt auf Astronomie gehen, jetzt hier mal so richtig Long-Term-Scheiße produzieren. Weil, brauchen wir nicht, ja? Brauchen wir Mauern? Uns greift niemand an. Wir brauchen keine Wassermühle derzeit. Okay, für Produktion wäre sie geil. Und wir haben Reis und Weizen. Wassermühle wird derbe Porno. Also Wassermühle bei uns wird sich heftig lohnen in der Stadt. Er wird auf jeden Fall 2 Nahrung extra geben. Oder? Wie viel haben wir? Ein Reis, ein Weizen. Wäre auf jeden Fall nicht so kacke. Guck mal, er schlägt uns vor, hier eine Stadt zu bauen. Ist auch gar nicht so die schlechte Idee tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist. Wir haben extrem viel Produktion. Aber halt sonst nix. Ne? Ah, ne, das lohnt sich nicht. Wir haben da keine Fische, nix. Aber nahrungsmäßig sieht es eigentlich gar nicht mal so kacke aus. Wir siedeln hier, wie geplant, Alter. Ja, ne, Mann, ich denke mal, wir werden schön Wassermühle gehen und dann danach weiter. Wie viele Ressourcen muss ich denn da abbauen? Das steht da nicht dabei, oder was? Gut, gegebenenfalls ändert sich das gleich.
Müssen halt wieder einen neuen Handwerker bauen, gell? Ach ja. So, nächste Runde, liebe Leute. Ist ja auf jeden Fall schon mal richtig nice. Da brauchen wir die Truppen hier unten nicht mehr hinzuhalten, weil die Stadt wird da jetzt gegründet. Amboise. Amboise. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ist mir auch relativ egal. Das Ding müsste ich upgraden können. Zu einem Bogenschützen. Können wir mal schön machen. Dann haben wir einen Bogenschützen am Start, ey. Hier können wir uns. Den stellen wir uns hier rein. Ah ne, der kann sich nicht bewegen, ne? Der kann da stehen bleiben, ist doch scheißegal. ja, sieht erstmal soweit ganz gut aus, ey. Können hier unten jetzt direkt. Mache ich jetzt gleich Reis machen, dass wir ein bisschen Wachstum kriegen. Damit wir zügig ein paar mehr Felder abbauen. Ja, das ist ja schon alt. Wir werden eine Galeere können wir natürlich bauen. Direkt, das ist eigentlich ziemlich wichtig. Handwerker bauen wir eher in einer anderen City dann. Aber so lange kann ich nicht warten auf einen Handwerker. Holy shit, ey, die Produktion in der Stadt ist halt richtig kacke, ne? Wo hat er denn da? Nochmal den. Dauert 15 Runden, bis man wächst. Ne, Mann, wir müssen erstmal uns jetzt 5 Runden lang da durchquälen, ey. Und werden uns hier einen Handwerker bauen, dass wir das auf jeden Fall abbauen können. Annehmlichkeiten, null Annehmlichkeiten. Können wir uns nicht angucken hier. Annehmlichkeiten null benötigt. Okay, also das ist irgendwie ein bisschen anders. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau, wie das läuft. Vielleicht kommt es in der nächsten Runde irgendwie. Ja, da, jetzt kommt es hier. Plus 2 Annehmlichkeiten. Also, das nervt mich ein bisschen an Civ tatsächlich, an Civ 6. Es wird nicht alles sofort berechnet. Und man muss immer so. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen vorausdenken irgendwie. Man muss immer die nächste Runde machen. Das ist halt immer schon blöd. So, deswegen schauen wir es mal hier an. Ja, komm hier, die Einheit, ey, verschanzt sich, ey, ist alles gut. Wir basteln uns jetzt hier weiter gemütlich vor uns, ey. Bei großen Propheten, ey, sind gefühlt alle Leute besser als ich. Es müsste auch theoretisch schon irgendwie eine Religion geben, oder? Ja, Katholizismus, ey. Wahrscheinlich die Spanier, weil die gefühlt immer auf Religion gehen. Ach Gott, liebe Leute, ey, es wird eine lustige Partie. Da müssen wir jetzt mal ein paar Runden durchklicken, ja? Aber das ist ja nicht weiter schlimm, ey. Wenn wir mal schauen, ey. Nächste Runde. Können wir nichts weiter machen. Ah. Da hat es jetzt auf jeden Fall hier gerade ein bisschen was gegeben. Ich denke mal, er hat genau das Teil genommen. Korrekt. Ein bisschen Produktion erhöht. Und habe ich nicht gerade in meinen scheiß Politiken plus Produktion in allen Städten? Ach ja, deswegen hat er hier auch wahrscheinlich Produktionsboost bekommen, ja. Kacke, Mann. Es ist so schlecht, die Stadt, ne? Ja, was soll's, ey. Also von der Produktion her ist die Stadt schlecht, haben wir aber dafür. Na gut, ein Luxusgut mehr. Gegebenenfalls wäre es tatsächlich irgendwie geiler gewesen, hier oben zu bauen. Hier ist Produkt, wenn man hier baut, wären wir auch an der Stadt gewesen, hätten Nahrung en masse gehabt, hätten Produktion en masse gehabt. Also dieses Feld oder dieses Feld hier wäre richtig,
richtig stark gewesen. Ich denke mal, dieses Feld hier wird sogar noch ein bisschen besser. Ne? Hier haben wir dann nämlich direkt am Anfang. Na gut, nahrungsmäßig sieht es dann halt ein bisschen kacke aus mit Wachsen, aber Produktion ist dafür. Also müssen wir auf jeden Fall hier oben noch eine zweite Stadt bauen. Das werden wir auch tun, denke ich mal. Ach, wir können auf jeden Fall mal einen Händler dann hier noch bauen, wenn der heilige Bezirk fertig ist. Könnten wir uns schon was von Glauben kaufen? Nee. Na gut, dann nicht. Dann klicken wir uns weiter fröhlich durch die Runden und lassen sie von dannen ziehen, ja. Bis hier irgendwann mal was passiert. Hab ja sonst nichts zu tun derzeit. Irgendwie ist alles schon gemanagt. Wir können uns hier nochmal reingucken. Ah, das Rad erfunden. Geil. Okay, das Feld ist relativ. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt machen muss. Gibt halt viel Gold. Aber Gold ist in diesem Moment eher unwichtig. Ich fände halt zwei Produktionen fast nochmal ein Stück besser. Ah, das Feld ist richtig schlecht da oben. Ja, das Feld muss auf gar keinen Fall da rein, ne? Also, das eine Gold können wir auf jeden Fall gegen eine Produktion tauschen. Das ist auf jeden Fall wichtiger. So. Wir erforschen jetzt den Hafen. Obwohl, ne, brauchen wir gar nicht mehr. Wir können ja in einer anderen Stadt bauen. Erforschen wir nicht. Wir erforschen das, um uns Eisen aufdecken zu lassen. Vielleicht ist da oben auch noch Eisen, ja? Und dann hätten wir natürlich das optimale Gebiet zum Expandieren. Schauen wir uns gleich an. Gleich ist der heilige Bezirk fertig. Way! Und dann können wir da dann auch einen Schrein bauen. So ein bisschen im Glauben hochpushen. Ich meine, was anderes haben wir da sowieso gerade nicht zu tun. Wieso sollten wir das dann nicht machen, gell? Wir brauchen aber hier oben auf jeden Fall eine Stadt, einfach um die Annehmlichkeit zu haben durch die Zitrusfrüchte. Ja, das ist nur eine fucking Bonusressource, Mann. Krabben waren früher immer ein scheiß Luxusgut. Wirklich, immer. Bronze ist der Spiegel. Ah, da ist der heilige Bezirk fertig. Jetzt ist die Frage, was wird erforscht? Was machen wir hier? Steinmetzkunst, ja. Für Mauern auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Reiterei habe ich einen Bonus. Aber ich brauche überhaupt gar keine Pferde. Und ich brauche keine Stallung. Eisenverarbeitung brauche ich derzeit auch nicht. Währung gibt halt Kohle. Ist okay, ja. Handelszentrum können wir bauen. Oder halt den Quatsch hier, ja. Da bekommen wir halt dann. Okay, bräuchten wir noch eine Meeresressource. Müssen wir modernisieren? Können wir nicht, weil die anderen Krabben am anderen Ende liegen und wir sonst nichts anderes haben. Ist irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. Hab zwei Galeeren, könnte man bauen. Dann würden wir hier sozusagen quasi darauf einen Bonus kriegen. Und können den Koloss bauen. Da bringt uns aber auch nichts, weil großer Admiral, fuck off, brauchen wir nicht. Ein Hafen an sich. Ja. Schon nicht so kacke, einen Hafen zu haben. Ist, glaube ich, fast das Sinnvollste, ja. Aber ein Markt. Ein Markt. Bringt vielleicht auch so ein bisschen was, gell? Na, ich werde auf Hafen gehen, einfach weil wir Hafen brauchen. Und ohne Hafen ist derzeit, glaube ich, ja, wir müssen einfach an mehreren Städten Schiffe produzieren. Anders geht es nicht. Und deswegen werden wir jetzt hier 6 von 9 passt alles. Eine Wassermühle bauen, um Produktion zu erhöhen und noch mehr Nahrung zu kriegen. Ja. Und vor allem auch mal ein bisschen Produktion reinzukriegen und auch gerade durch den Reis und durch das Weizen ein bisschen mehr Nahrung in die Stadt zu bringen. Also Paris ist auf jeden Fall schon ziemlich groß und gedeiht, aber
Ja, wir wollten ja eigentlich Kultursieg machen. Und Kultursieg ist ja so ein bisschen schwer, würde ich fast sagen, weil wir brauchen dafür Wunder. Ey. Und dafür brauchen wir Produktion. Und wir sind nicht so richtig produktiv. Muss ich leider sagen. Derzeit zumindest, ja. Oh, hier ist Eisen. Alter Falter. Das ergibt hier auf jeden Fall, wenn wir hier rüberkommen, auch richtig, richtig gut Eisen. Eisen brauchen wir nicht so unbedingt, aber wenn sich das hier weiter ausweitet, Alter, das Paris kann eine riesige Stadt werden, eine riesengroße. Ah, hier sind auch noch Krabben. Aber ich möchte auf jeden Fall hier auch Zitrusfrüchte haben, also Zitrusfrüchte auch verdammt wichtig. Leute, es wird wahrscheinlich auch irgendwann Zeit wieder für einen neuen Siedler. Mal gucken, wann irgendwann hier wer aufschlägt, ja. Und gegebenenfalls irgendwie uns mal begrüßt, sodass wir mal irgendwen finden. Ich meine, das ist ja nicht mehr so ganz so wichtig, Leute zu finden wegen Weltkongress und so ein Scheiß. Gibt's alles nicht mehr. Aber ja, großes Werk habe ich, ja. Blut des Märtyrers. Großes Werk ansehen. Krasses Ding, ey. So. Nächste Runde und so. Willkommen in der Klassik. Es hat sich die Gelegenheit ergeben zu einem neuen und mächtigeren Ja. Regierungssystem. Ja. Regierung wechseln. So, jetzt ist die Frage. Also Autokratie macht irgendwie wenig Sinn. Einfach aufgrund von Krieg haben wir derzeit nicht. Werden wir auch in Zukunft nicht haben. Haben wir hier geile Sachen? Ja, hier haben wir richtig geile Sachen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, das ist alles, was gelb ist, am wichtigsten. Also, da wo es am meisten gelbe Sachen gibt. Klassische Republik. Ja. Klassische Republik hat kein Militär. Brauchen wir auch derzeit nicht. Produktion in allen Städten ist verdammt gut. Brauchen wir nicht. Ist nice. Ist nice. Könnte man tatsächlich machen. Auf Handwerker. Wird sich sogar ziemlich lohnen. Machen wir. Gut, das ist ziemlich scheiße. Große Profit wollen wir haben. Machen wir Einflusspunkte. Sammeln wir Einflusspunkte, was soll's. Wir müssen das irgendwie besetzen und ach, Kacke. Wir machen erstmal mit der Tradition fertig. Ist egal, aber. Ach nee, es ist unnötig. Brauchen wir nicht fertig machen. Wieso sollen wir es fertig machen? Drama und Dichtung. Na, machen wir gleich. Perfekt. Sammeln wir uns jetzt das ein hier. Haben wir ein Luxusgut mehr. Und bauen. Ja, ich wollte eine Galeere bauen. Das ist auf jeden Fall. Verdammt wichtig in dem Dorf da. Ey. Um sich mal ein bisschen auf dem Wasser fortbewegen zu können. Wir müssen ja mal irgendwas entdecken, ja? Ich denke mal, das werden wir dann im nächsten Part mal übernehmen. So langsam aber sicher mal hier so ein bisschen. Was produzieren, gell? So. Jetzt müssen wir was Annehmlichkeiten angehen, also mal richtig geil dabei sein. Haben wir ja auch noch hier schön Färbemittel dabei. Richtig. Ah. Die Arbeit an der Wassermühle hat euren Handwerkern wichtige Bautechniken gezeigt. Euer Wissen mit Technik und Bauwesen hat einen großen Fortschritt gemacht. Das ist natürlich auch richtig geil. Wo ist denn Bauwesen? Ah, da ist Bauwesen. Ist Terrakotta-Armee. Okay, brauchen wir nicht. Ist unnötig. Hier sind wir auch fertig bald in 2 Runden. Das ist ziemlich geil. Ja, Tee. Okay, Tee bringt jetzt nicht so richtig was, ne, wenn wir einen zweiten Tee haben. Ich würde fast behaupten, wenn wir Vieh nehmen, kriegen wir Produktion dazu, richtig? Ja. Produktion ist auf jeden Fall wichtig. Ah! Holy Scheiße, Mann. Das wollte ich nicht. Egal. Was soll's. Dann ist er jetzt dahin gelaufen. Abbrechen. Dann gehen wir da drüber. Das. Nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Wassermühle haben wir fertig. Das steigert die Produktion. Und
lässt uns auf jeden Fall fast. Was machen wir? Wir werden jetzt aber als allererstes mal einen Händler bauen, dass wir die beiden Städte mit Straßen verbinden werden können. Das ist auch neu in Civ 6. Habe ich noch gar nicht erwähnt in den ersten vier Parts oder fünf, weiß ich gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, Bla aber bla. sich bei der Kriegsführung sklavisch Ja, komm. werden sie scheitern. Politik ändern ist jetzt gerade. Oh doch, ist sogar hilfreich, weil wir brauchen derzeit echt keine Handwerker mehr. Wir produzieren gerade keine Handwerker, aber wir wollen gleich einen Siedler produzieren. Also tauschen wir das um. Oder habe ich was mit Händler? Ja, da, Handwerker. Zack. Wir bauen ja gerade Handwerker. 30%. Ach nee, oh, dumm, das waren Handwerker, nicht Händler. Ah, Idiot. Egal, passt schon. Scheiß drauf. Mistakes were made. So. Alter, diese Bugs, die hier ab und zu mal auftauchen. Ey. Ich muss da, glaube ich, mal ein bisschen die Grafikeinstellung runterstellen. Meine Grafikkarte ist halt das schon ein bisschen alt. Ich habe es jetzt derzeit auf hoch. Mal gucken. Option, Video, Mittel. Ich speichere zwischenzeitlich mal. Hat er gerade echt gestanden? Seid ihr sicher, dass ihr speichern tun wollt? Überschreiben. Ach ne, dass ihr das tun wollt. Alter. Ich wollte gerade sagen, ey. Alter, falscher Deutsch oder was? Gut, mit Speichern würde ich sagen, diese Folge ein bisschen kürzer, macht nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao.